Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich dieses leckere Kastenbrot und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Die Zutaten sind nicht sehr viele. Wir brauchen 500 Gramm Vollkornmehl. Ich habe ein helles Vollkornmehl benutzt. 130 bis 150 Gramm Kerne, Samen oder Nüsse eurer Wahl. 2 Päckchen Hefe, 500 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Essig, 1,5 Teelöffel Salz und 1-2 Esslöffel Haferflocken zum später zum Drüberstreuen. Das war's auch schon. Meine Samenmischung besteht aus 30 Gramm Hanfsamen, 10 Gramm Chiasamen, 20 Gramm goldene Leinsamen, die habe ich geschrotet, und 70 Gramm Kürbiskerne, die habe ich auch so leicht geschrotet. Das war's auch schon. Ihr könnt natürlich die Samen, die Kerne, die Nüsse eurer Wahl benutzen. Ich benutze eine herkömmliche Kastenform. Ich habe die mit meinem Backtrennmittel eingepinselt und tue da jetzt noch so ein paar Haferflocken drauf. So ein paar lasse ich übrig, die werde ich zum Schluss über das Brot streuen. Nur so am Boden, das reicht mir vollkommen. An den Seiten muss es nicht sein. So, die Backform habe ich, wie gesagt, jetzt schon vorbereitet. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Ich tue alles einfach nur in eine Schüssel. Das Mehl. Zwei Packungen Hefe. Das Salz. Das kann ich hier einmal so umrühren, damit es sich gut verteilt. Dann die Samen und das Wasser. Das Wasser ist lauwarm. Und zu guter Letzt noch 2 Esslöffel Essig. So, das war's auch schon. Jetzt kommt der Teig in die Kastenform. Einfach meine Hände, ich habe die ein bisschen feucht gemacht und verteile das Brot ein bisschen in der Kastenform, den Teig. Jetzt kommen noch die restlichen Haferflocken drauf. Und fertig ist unser Brot für den Backofen. Der Backofen wird nicht vorgeheizt. Ich werde ihn jetzt anschalten in dem Moment, wo ich das Brot reintue, und zwar auf 180 Grad Umluft. Das leckere Kastenbrot war jetzt genau eine Stunde im Backofen und ist fertig. Ich hatte die Kasten von mir mit Backtrennmittel eingepinselt und man sieht, es ist auch wunderbar. Also es klebt überhaupt nicht. Ich kann es, glaube ich, auch sofort stürzen. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Ja, kommt wunderbar raus. Klingt auch hohl, ist also fertig. So. Ich lasse das jetzt aber trotzdem so 15 bis 20 Minuten abkühlen und werde es dann erst anschneiden. Probiert dieses leckere Kastenbrot unbedingt mal aus. Es ist wirklich nur in 5 Minuten in der Backform und dann eine Stunde Backzeit, ohne dass es vorher gehen muss. Es ist wirklich genial. Man kann es durchaus morgens mal schnell vorbereiten, bevor alle beim Frühstückstisch sitzen, ist das Brot dann fertig. Probiert es unbedingt mal aus. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.
vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.